Osnahelau. Wer am Samstagnachmittag in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs war, der konnte den bunten Zug kaum übersehen. Am Ossensamstag zogen zehntausende Jecken durch die Straßen der Stadt. Die Gruppen marschierten von der Johanneskirche bis zum Markt. Laute Discowagen waren zum ersten Mal nicht mehr zugelassen. Vielleicht auch ein Grund, weshalb in diesem Jahr deutlich weniger Narren unterwegs waren als in den Vorjahren. Diejenigen, die gekommen waren, hatten aber trotzdem jede Menge Spaß. Warum sind wir jetzt zum Karneval gegangen? Weil meine Tochter hier ist. Weil es einfach geil ist, weil man Party machen kann und so viele Leute daran Spaß haben. Aber ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr wieder dazu kommen wird. Weil es uns Spaß macht und wir Freude am Leben haben. Ich wollte mal sehen, wie niedergemacht der Karneval hier wird, wie wenig das jetzt momentan ist. Sag du was. Um lustig zu sein. Die ausgeschmückten Wagen hier, die legen sich immer jedes Jahr wieder was Neues aus hier. Da macht mir immer wieder Spaß, das ist immer wieder Kribbeln im Bauch, hier hinzukommen. Auf dem Markt stürmten die Funke-Mariechen wie jedes Jahr das Rathaus und holten Bürgermeister Burkhard Jasper heraus. Er musste dem Stadtprinzen den Schlüssel für das Rathaus übergeben. Erst am Dienstag geben ihn die Jecken wieder zurück. Weniger zu lachen hatten beim Ossensamstag die Polizisten und Sanitäter. Sie mussten sich um zahlreiche Jugendliche kümmern, die zu viel Alkohol getrunken hatten. Mehr über den Ossensamstag und die Ereignisse am Rande sehen Sie am Montag bei US1 TV. Osna! Ja!